Okay, lasst uns runterfahren. Gegen Lugox mit Envy Carry. Da bin ich doch mal gespannt. Ja, ich werde Topside starten. Ich werde mich runterjungeln. Können die, also, die Gegner könnten schon 125 machen. Eigentlich müsste ich das warden. Oder mein Midlaner ist einfach so lieb und covert 125. Ich gehe jetzt für die Krabbe hier. Er hat 20 Camps. Er hat alles gemacht bis auf Crux. Also wenn der Viego jetzt hier für den Botlane-Gang geht, weil ich Topside bin, macht er, dann kann ich noch Enemy Crux mitnehmen. What the fuck, Toplane trollt einfach. Darf doch nie im Leben hier stehen. Nice. Hä, haben wir ja komplett getrollt. Hä, also. Fucking, ja gut, ich invade nicht. Ich resette, jungle mich top to ward. Ich hätte noch eine Ward gerne in den Enemy Jungle gestellt. Aber ich werde mal hier eine hinsetzen, weil der muss... Also ich glaube, er ist einfach doomed, oder nicht? Hätten wir nicht pushen müssen, so? Der Viego wird auf Space Topside gehen. Jetzt hat er einen Slow-Push auf die Dingsens. Das ist doch einfach kacke, oder nicht? Und ich muss das Ganze jetzt countergenken, oder wie? Der Viego jungelt sich in der Zeit jetzt runter. Viego ist schon unten, okay. Oh mein Gott. Schade. Ja, das alles jetzt, weil ich Topside gehen musste und nicht Botside sein konnte, ne, right? Meine Botlane ist auf jeden Fall sehr stark, aber Enemy Bot ist jetzt actually auch sehr stark. Wir haben immer Midlane Prior, wir können also mit der Midlane Prior auch arbeiten. Wir können in der Theorie Enemy Red Buff invaden. Aber schon sehr hart reingeflippt, ne? Was war das? Also, war halt auch einfach ein scheiß Play so. Oh Mann. Cool. Wollen wir hier heralden? Können wir einfach, oder? Ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Aber ja, also mir war schon irgendwie klar, dass wir das 2v2 verlieren. Er wollte aber das Plating Gold bekommen. Das ist, glaube ich, einmal wieder schlecht, ne? Okay, nice, ich geh resetten. Ich bin fucking huge jetzt, ne? Fucking huge, man. I'm fucking huge. Ich geh Hexdrinker, Ich glaube schon, Vladimir, Gwen. Ja, die ist auch tot. No way out, bro, no way out. Auch tot. Gleich eher. Nice. What a Wukong game, my friendos. What a Wukong game. Get shit down, bro. Ja, ich bin ja crazy stark. Wow. Okay, kriegen wir auch so nice. Okay. Okay. Ich bin somewhat der Einzige, der super stark ist. Senna ist gut dabei. Zoe ist auch fein. Ah, shit. Oh, ein Hit, guys, ein Hit. Wieso hat denn nur... Literally, keiner hat mir angegriffen. Die haben nur noch zugeguckt. Oh. Oh, ist das schade, Mann. Nee. Lol.
Fuck, ich bin ja broken. Wieso wollte ich das nicht fighten, lol? Okay, ich glaube, ich unterschätze ein bisschen, was ich drauf habe. Okay, krass. Ich bin ja okay. Also ich bin übertrieben stark. Das muss ich jetzt wissen. Du musst gerade noch aufpassen. Na, schade. Ult, danke. Man hätte halt auch einfach das machen können, ohne die Ult zu verwenden, indem man einfach weggeht, wenn ich das pinge. Aber gut. Kann ich ihn nicht für flamen, ne? War einfach my bad. Also doch, ich kann ihn dafür flamen, dass er immer fucking Sidelane zu weit geht. So, aber war auch schlechter Fight von mir. Sage ich eben noch, ich bin krass stark, dann gehe ich rein und bin tot. Oh Mann, ey, der Typ muss einfach mal fucking respekten, dass wir noch nicht auf der Map sind. Und dann können wir einfach ganz entspanntes Game gewinnen mit dem Nash. Verrückt, oder? Meine Güte, ey. Zwei Tode einfach in Folge. Einfach weil sein fucking Sidelane geht und einfach seinen Kopf ausschaltet. Aber gut, lassen wir uns natürlich nicht vertilten, ne? Wir haben good emotions only. Tja, noch einmal. Achso, hat der die gleichen Items wie ich. Meine E hat sogar dann die Bubble gecancelt. Nice. Game, ne? Nice, good game. Oh. Wow, das habe ich aber hart gecarried, ey. Das war, ja, ne? Okay! Woo! Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir nochmal ordentlich einen rausgehauen hier. Nice one. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Super. It's over. It's always his fault.